So, ich war gerade draußen mit meiner XT2 und dem 56 1.2, habe ein bisschen Gegenlichtaufnahmen gemacht. So eigentlich ganz schön. Man kann hier in diesem Bereich einen leicht lilanen Schimmer sehen. Genau da ist die Problematik. Ich scroll da mal so ein bisschen rein. So, wir haben jetzt eine Ansicht, oder ich mache mal am besten mal 50% Ansicht und ich gehe mal ein bisschen dichter ran und man kann schon sehen, das Raster schon sehen. Finde ich persönlich nicht schön. Und das ist auch so ein Ding. Jetzt seht ihr hier die vertikalen Streifen. Wie die zustande kommen, das weiß ich nicht. Jetzt seht ihr hier so ein Rechteck quasi. Jetzt verschwindet das. Ich weiß nicht, ob das am RAW-Konverter liegt von Photoshop, aber man kann es eben halt ganz gut sehen, dass die Pixel bzw. dass das Rauschen kein richtiges Rauschen ist, wie ich es von Canon gewohnt bin, sondern das sind wirklich. Ja, sieht aus wie Würmer. Und das ist jetzt besonders hier in diesem Gegenlichtbereich zu sehen. Wir gucken mal da oben hin. Ja, da ist das okay. Da ist das echt okay. Aber hier im Bereich, wo die Sonne eben halt ist, da ist es ganz schlimm. Und das ist ein Bild, was ich gerade eben gemacht habe. Ja, Lensflare gegen die Sonne. Und wenn ich hier jetzt mal reinscroll, weiß nicht, Ansicht, mache ich mal 100% Ansicht. Ja, das sieht einigermaßen okay aus, aber die Körnung, das sind halt keine Körner, sondern das sind halt Würmer. Ich weiß nicht, ob das bei der Fuji generell so ist oder ob ich ein Montagsmodell erwischt habe. Ich bin damit nicht unbedingt zufrieden.